Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Immer mehr Tote nach Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel. Nach Armeeangaben sind seit Samstag mindestens 1200 Menschen ums Leben gekommen. Verletzt wurden etwa 2800. Das israelische Militär setzt seine Vergeltungsangriffe auf Stellungen von Islamisten im Gazastreifen fort. Die Behörden dort melden mindestens 900 Tote seit Beginn der Kämpfe. Evakuierungsflüge für Deutsche in Israel. Wie das Auswärtige Amt mitteilt, wird die Lufthansa morgen und übermorgen Flugzeuge nach Israel schicken, um deutsche Staatsbürger nach Deutschland auszufliegen. Bisher haben sich dafür etwa 4.500 Personen registriert. Die Polizei hat eine für heute geplante palästinensische Unterstützerdemo und eine Kundgebung in Berlin verboten. Deutschland stockt Wintermilitärhilfen für Ukraine auf. Das gab Verteidigungsminister Pistorius vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe bekannt. Dabei handele es sich vor allem um das bereits zugesagte Flugabwehrpaket im Wert von rund 1 Milliarde Euro. Weitere 20 Millionen Euro werden für ukrainische Spezialkräfte bereitgestellt. Die Bundesregierung will offenbar Zuwanderung nach Deutschland begrenzen. Die Bild-Zeitung berichtet, dass sich alle drei Parteisprecher der Ampelkoalition in einer Erklärung dafür ausgesprochen hätten. Darin hieß es, die Migration solle besser gesteuert, geordnet und begrenzt werden. Das Wetter. Heute erst örtlich noch Nebel, dann vor allem Richtung Süden wieder sonnig oder nur leicht bewölkt. Im Norden zunehmend stark bewölkt, später dort auch Regenfälle. Höchstwerte 17 bis 28 Grad.